steckt fest und rotzig. Das aus der Not geborene Social-Media-Debakel-Spektakel. Mit Jupiter Jones. Bon Jovi, Sascha. Ja, guten Tag, Hallöchen. Da sind wir ja wieder in unserer Erfolgsreihe. Steckt fest und rotzig, weil du nicht mit dem Zug fahren durftest, weil die Polizei gesagt hat, no, no, no. Und weil ich zu Hause sitze mit diversen Viren in meinem Körper drin. Und deswegen machen wir das jetzt online. Und es geht um die Tour. Und genau. Worüber sprechen wir, Sascha? Nächste Stadt dürfte der 18.01. in Hannover sein, nämlich in dem wunderbaren kleinen Club bei Chez Heinz. Ey, und ich freue mich so aus Chez Heinz und ich freue mich doll, dass wir da wieder spielen dürfen, weil ich glaube, obwohl wir uns echt immer gut benommen haben, war es Chez Heinz der einzige Ort, an dem wir es jemals fast, zumindest fast zu einem Hausverbot geschafft haben. Und keiner weiß warum. Wahrscheinlich die Leute vom Chez Heinz selber nicht, aber irgendjemand hat erzählt, jemand hätte großes Bäuerchen ins Bett gemacht. Das stimmt aber nicht. Wir haben Becks morgens mit einem Glas Wasser geweckt, deswegen war das dann nass. Und noch irgendwie haben wir sonst auch noch den Groll auf uns gezogen. Aber ich weiß nicht, woran es lag. Aber eher Hannover, ich freue mich. Auf jeden Fall, definitiv. Und ich kann mich noch mal gut daran erinnern, an die Aftershow-Partys bei Chez Heinz. Wir haben immer schön getanzt damals. Und natürlich die wunderbare Säule in der Mitte der Genau. Bühne. Ist das immer noch so? Ich war jetzt bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr im Chez Heinz. Meinst du, das ist da noch? Ich glaube ja. Ich glaube, die haben damals auch erzählt, das soll irgendwann mal weggemacht werden. Aber es ist ja schon, glaube ich, weiß ich nicht, 15 Jahre her, dass wir das letzte Mal da gespielt haben. Ja, ja eben. Aber ist doch gut, dann sitzt Nina quasi hinter der Säule, du sitzt nicht rechts. Ja, genau. Theoretisch kann die einfach im Schlafanzug auf die Bühne gehen an dem Tag. Es wird eh nicht gesehen. Na, das kriegen wir schon hin, dass wir unsere. Nina übrigens, haben das alle schon mitgekriegt, wo wir gerade von Nina sprechen, dass wir eine neue fabelhafte Person an den Tasten haben, die uns dann auch auf dieser Unplugged-Tour begleitet, nämlich Nina Müller aus Hamburg, ihres Zeichen mit ihrem Projekt Wim unterwegs auch. Damit spielt sie auch Support auf der Tour. Das wird toll, das wird schön. Und eine absolute Bereicherung für diesen Verein hier. Richtig gut. Definitiv. Also mit dem Nachnamen kann sowieso nichts schief gehen. Na eben. Und wir sind dann jetzt, wenn wir richtig in Bandbesetzung spielen, sind schon zwei Frauen auf der Bühne. Jetzt müssen wir nur noch die Schlagzeugerin finden. Nein, machen wir nicht. Und der Litschi sieht seinen Stuhl schon angesägt, aber ja. Nein, guck hier, ich schicke dir einen Kuss, wo immer du auch bist. Genau, das ist der, lass mich nochmal gucken, 18.01. Hannover bei Chez Heinz. Da freue ich mich schon drauf. Habe ich das schon gesagt? Jo, so. Mein Kind läuft gerade durch den Raum, ich bin ein bisschen neidisch. Was? Mein Kind läuft gerade mit Schokolade durch den Raum. Ich bin ein klein bisschen. Oh. Oh. Oh, wenn ihr das dürft, dann darf ich das auch. Warte mal. Aber lass uns erstmal Tschüss sagen. Ja, Moment. Bin sofort da. Okay. Keine Werbung machen. Tschüss. Tschüss.